Ja, so Freunde, für uns geht's jetzt nach Karl am Main. Genau, wir fahren zum Markus zum Barbecue-Treffen. Wollen wir sehen, welche Leute wir da treffen? Wird sicherlich recht interessant. Ja, ein leckeres Essen hoffentlich und dann sehen wir uns gleich bei Markus von Barbecue Leaks. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Zusammen und die großen Pfanne in die Knie. Ich sie mehr zusammen, alles und noch die großen rüber. Ja, das stimmt. Moment, fast. Ja. Ihr seid alle drauf. Winkt mal. Macht mal was. Alle, jetzt verschütt ihr mein Bein aus. Jo, also, lass mal laufen. Wollt mich bedanken, dass alle da wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt schon Spaß. Oder was? Und habt auch Spaß. Klaro, ne? Jo, das war das erste Barbecue-Treffen 2018. Danke euch. Danke. Und jetzt haben wir Bilder auf dem Grill. Wir haben Filme, wir nehmen immer noch Videos. Da hat er mir ein 10 Kilo Roastbeef gebracht, das 3 Wochen am Knochen gereift war. Dann wird es aus dem Knochen ausgelöst. Dann tut er es in Talg verpacken. Und er hat mir einen Anstrang gegeben. Ich versuche. Dran riechen, probieren, ich denke, dürfte nichts dran sein. Okay. Und hier sind dann die nächsten. Alles klar. Wie lange ist das gereift, Markus? Das ist jetzt alles, was wir heute versuchen zu essen, beziehungsweise, naja, wir werden sehen. Ansonsten Biotonne oder Hundefutter. 3 Wochen. 3 Wochen? Alles 3 Wochen. Sind die doch eh rüber, die Monster, oder? Ah, okay. Danke. Viel Gucken gibt es sehr. Vorne ein dünnes Stückchen weg. Übel, ja. Ich mache mal eine Aufnahme. Ich werde mir gerade mal da aus. Oh, ich wegkomme. Das ist mal eine Marierung. Haben Sie überhaupt Aufnahme? War die Farbe stierig. Ja, sieht echt gut aus. Hast du mal den Finger abgelegt? Ist das denn mit Zucker? Ist das nicht giftig? Ist das Salz? Zucker ist das andere. Das ist Salz. Das ist Salz, okay. So, machen wir mal ein schönes Steak. Hör mal auf die Finger breit. Ja. Machen wir mal so. Geil. Das ist mal ein schönes Steak. Ein Schweigen. Tja. Also mit diesem Zucker oder Salzreifen, ja, habe mir deswegen das eigentlich einfallen lassen, weil man halt wenig Abschnitt hat. Also wenn ihr jetzt seht, also den bisschen trockenen Rand, so trocken ist er gar nicht. Ich habe das letzte Mal mitgegessen. Wenn man ihn abschneidet, hat man auf alle Fälle weniger Abschnitt als beim normalen Dry-Age. Da hast du ja bis zum Drittel Abschnitt außer. Ja. Ja, hier haben wir jetzt ein Stück, das ist ein Versuch von Markus. Da ist jetzt so, dass ein Dry-Age-Versuch in Salz gedry-aged und das werde ich jetzt mal ein bisschen den trockenen Rand wegschneiden und dann werden wir das ganze Vakuum ziehen, weil wir sind draußen alle am drüber reden und spekulieren, wie machen wir es am besten, wie bereiten wir es zu und wir haben gesagt, komm, unsere Spezialität machen wir öfters, ein bisschen Vakuum ziehen, ein Sous-Vide-Garn, weil Markus hat das Vakuumbecken gerade eh an. Also können wir auch 2-3 Stunden mit rein. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier so ein bisschen die trockenen Sachen runterkriege. So. Und dann werden wir das Ganze gleich, wenn das fertig ist, auf den Grill hauen. Aber das seht ihr ja dann. Hier haben wir jetzt das Ergebnis nach dem Abschnitt. Das heißt, wir haben den trockenen Rand weggeschnitten. Ja, ein bisschen Verschleiß hat man halt, aber das ist halt, wenn man das Fleisch veredeln will durch Dry-Agen. Wir werden es jetzt gleich probieren. Wie gesagt, von Markus,
der Versuch in Salz gereift. Riechen tut super. Was sagst du, gell? Ja, so ist es. So muss sein, wa? Ja. Die zwei Männer machen ihrem Namen alle Ehre. Da gibt es ein super leckeres Stück. Genauso dry aged, aber sous vide vorgegart. Machen wir direkt unverschämt. Schneid's mal direkt runter. Ja, das ist fertig. Ist war zu lange im Wasser. Och, geht aber noch. Also jetzt, dass es jetzt ganz tot ist und ich nicht sagen. Was? Nee, das sieht aber gut aus. Sieht doch noch mu. Ja, hier ist natürlich einiges los. Hier haben wir jetzt natürlich das gute Stück, was in Sägespänen gereift ist. Was testen wir jetzt mal? In vorgeräucherten Sägespänen. Vorgeräucherten Sägespänen, ja, okay. Zum mit Porsche. Das waren geräucherte Sägespäne. Ja, das sind, glaube ich, Allenspäne. Die habe ich am Valentin am Kaltrauchgenerator 8 Stunden lang geräuchert. Dann habe ich sie in Tassen einzeln in meiner kleinen Mikrowelle sterilisiert. Und dann habe ich endlich das Steak im Strumpf neu. Mach ganz normale Steaks, Markus, die kann man immer noch beschneiden. Hat wieder ein gigantisches Haar. Was, ne? Sehr geil. Machen wir, damit es jetzt lang dauert. 2 dünnere. Und die Schwarte. Ah, das ist besser wohl der Schäfer. Okay. So, und hier machen wir den Rand ab. Wie war das mit dem Finger neu, ob der Finger drin bleibt? Ja, also das ist bestanden, würde ich sagen. Wo bist du mal, Kamera? Also. Markus, hallo, nein, ich bin nicht betrunken, gar nichts, aber 17 Leute gleichzeitig, passt. Die Fingerprobe. Übrigens, das Loch ist für die Kräuterbude, ne? Na, weil ich laufe zu. Ja. Ja, Heiko, was hast du denn Schönes? Jo, so sieht das gut aus. Das ja, ist ein Äpfelhande. Das Roastbeef von Markus in. In was für Holz war das nochmal? Das war geräucherte Erlenspäne. Genau, geräucherte Erlenspäne. In geräuchertem Schinkenstrumpf. Ja, so muss das sein, ne? Das muss auch richtig schön Mu machen, wenn man reinbeißt. Und das ist wirklich geschmacklich richtig geil. Jetzt ein bisschen Salz noch drüber. Das haben wir hier vorhin schon. Gut. Eine kleine Prise frisch gemahlenen Pfeffer. Und dann kosten wir mal. Hier haben wir hier das schöne Stückchen. Das sieht echt gut aus. Was sagst du? Ich bin im Fleischhimmel, Leute. Mm. Wahnsinn. Super. Ein toller Rauchgeschmack dran. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber der kommt wirklich gut durch hier. Mm. Nicht schlecht. Ja, hier stehen sie schon alle in Reihen Glied. Ne? Ich habe Eintritt verlangt, 20 Euro von jedem. Die Stunde. Ne? Ich wäre noch reich. Ja, und hier ist der Hauptakteur. Nee, der ist nur der Schieber. Der liegt da drin und schwitzt. Jo, der André. Ne? Also, wir haben jetzt ein Schwanferkel. 6 Stunden vor lauter Battlerei und Grillerei. Da drinnen. Mal gucken, ob es voll auf Bonus ist. Bei 65 Grad, das setzt euch. So, machen wir. So, hängen wir das Teil aus. Der Deckel brauchen wir nicht. Den tue ich gleich mal weg. 180 Luft hier, wie es ungeheuer von Loch Ness. Das will wieder raus. Ja. Das geht fort. So, und jetzt fahren wir raus. Jetzt kommt er raus. Sous vide gegart. Wow. Ja, da sind wir mal gespannt. Was von einem Alien. Sag mal so eine Eile. Alien, was Predator. So, perfekt. Toller Duft in der Luft hier. Wir schneiden das jetzt auf. Und dann wird es aufgespießt. Ja, da bist du auch unruhig, aber gut, können wir nicht machen. Naja. Dann kannst du jetzt erstmal seine Runden drehen. Können wir mit dem Grundspiel auch besser mit drunter machen, ob wir es seitlich mehr machen oder so. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen wäre ich schon spannend, wenn man es gemacht hat. Jeder Tipp ist gerne gesehen. Wir haben eins zunächst. 7 Stunden zu weit und wie lange war es jetzt? Bestimmt 8, um die 2 Stunden. Eineinhalb, 2 Stunden. Ja, wir haben so viel zu babbeln und hier Reste drinnen. Allah. Aber Spaß. Jo, jetzt
Jetzt werde ich jetzt einfach die Kartel abmachen, verteilen, ab in den Genbehälter portionieren und dann wird es noch aufgeknüpft bei den Resten. Ja, ja, gespannt. Also von hier schauen wir rein. Das Ferkelchen, genau, das ist ja kein Schwein. Wollte mal ein Schwein werden, hat es aber nicht geschafft. Na ja, noch ein Essen. So. Wie die Geier immer hier durch die ganze Food-Blogger und Filmer. Alle sind sie wieder heiß auf Bilder. Noch Meerschweinchenfilet? Material? Meerschweinchenfilet, ihr genau. Seht alles, absolut. Alles filmt hier. Ein ausgestorben geglaubtes Tier wurde entdeckt. Man nennt es Brisket. Brisket. Super. Jetzt soll der Programme die ganze zurückholen, zum Glück. Kostet 50 Euro, habe ich mir da gleich runtergeladen, ist zurück. Was witzig ist, ist dann ohne Qualitätsverlust. Ohne Qualitätsverlust, alles. Ja, würde ich sagen. Soll ich nochmal einmal mittel durch, oder? Das ist mehr auf der Speicherkarte. Ich wollte die große Stücke haben, liebe Leute. Das soll ich schon vor einem Jahr gelöscht haben. Wahnsinn. So viel Platz ist doch gar nicht, wie funktioniert sowas. So, und der Zupftest? Ist das denn da los ist überall? Ja, ich hab echt total die Sauklaue, ey. Der Osten? Ich geb dir gleich den Osten. Und der Beef war sein Bruder. Der ist für die Veggie-Sachen, der Lenny. Ja. Jeder braucht sein Veggie. Das ist nicht weit weg, ey. Der muss in die Gegend fahren. Ja, das hast du gut. 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 Ja, das hast du gut